Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Morgen ist Weihnachten. Wir feiern den Geburtstag unseres Retters. Und ich bin so froh, dass ich errettet bin. Und wir wünschen dir ein frohes und gesegnetes Fest und Gottes Frieden in deinem Herzen. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich ermutigen. Ich möchte etwas sagen über Herzensgeschenke. Ja, und lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn wir für dich beten dürfen, auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Ja, Herzensgeschenke. Ich kann mich da noch gut erinnern, als unsere Kinder klein waren, hat eine Tochter mir zu Weihnachten ein Kreuz gebastelt. Aus alten Latten einfach abgesägt, der Opa hatte geholfen und ein ganz großes Loch oben reingebohrt zum Aufhängen. Und es hat nicht besonders schön ausgesehen, aber es ist ein Geschenk, das mir wirklich zu Herzen ging. Es war so viel Liebe drin, es war so viel Hingabe drin und auch so ein, ich will Papa ein Geschenk machen. Und wir sind ja kurz vor Weihnachten. Und morgen ist die große Bescherung. Wie viel Herzensgeschenke machen wir oder Listengeschenke? Der Engel hat das bestellt, die Tochter hat das bestellt und man will nur das in Erfüllung bringen. Ja, auch Gott hat was geschenkt. Er hat uns Jesus geschenkt. Aus tiefstem Herzen. Für dich, für mich. Jesus geschenkt. Nicht aus Spaß, sondern wirklich als Retter kam er zu uns. Und es ist das vollkommenste Geschenk, das es überhaupt gibt und das wir annehmen dürfen. Dass jeder Mensch annehmen darf, dieses Herzensgeschenk. Und es hat ein dauerndes Nutzungsrecht. Bei so vielem geht die Batterie aus oder wird alt, der Kunststoff wird brüchig. Aber dieses Geschenk, das ist so wunderbar. Man kann es immer benutzen. Es ist ein ständiger Begleiter. Es ist der beste Freund, der Tröster, der Ratgeber. Nimm dieses Herzensgeschenk. Und wenn du morgen vielleicht Geschenke bekommst, wo du sagst, oh nee, das kann ich gar nicht gebrauchen. Oder das schmeckt mir nicht. Oder das ist gut, das schenke ich Onkel Oskar. Oder was auch immer. Ich sag dir, nimm dieses Herzensgeschenk. Danke, Herr, dass du jetzt jeden Einzelnen kennst, der von Herzen dich als Geschenk in sich aufnimmt und mit dir lebt. Und wenn auch morgen so manche Enttäuschung vielleicht unterwegs ist, danke, Herr, dass du das beste Geschenk bist, an dem wir uns festhalten dürfen, mit dem wir leben dürfen. Amen. Amen. Wir möchten wieder für Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen. Und dann schreibt uns jemand per E-Mail: Liebe Geschwister, liebes Gebetsteam, seit längerer Zeit habe ich Darmprobleme, Verstopfung, Blähungen, Völlegefühl. Durch eine multiple Sklerose-Erkrankung weiß ich nicht, ob es damit zusammenhängt. Ich bitte um Gebet. Ich vertraue, dass Jesus mich von diesen Beschwerden frei macht. Und das ist die beste Voraussetzung. Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst, die da geschrieben hat und die dir vertraut von ganzem Herzen. Und ich danke dir, dass du eingreifst in ihr Leben. Ich danke dir, dass du diesen Darm wieder völlig in Ordnung bringst. Alle Symptome und alles, was damit zusammenhängt, dass es verschwindet im Namen Jesu. Und wir entmachten es und wir setzen das frei, die Gesundheit in diesem Leib, in diesem Körper. Und ich danke dir, dass auch diese MS-Erkrankung weichen muss, dass sie gestoppt wird und dass du diesen Körper in deinen wunderbaren göttlichen Zustand, Schöpfungszustand wiederherstellst. Danke, Jesus, dass du diese Person berührst. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen kam auch über E-Mail. Da schreibt uns jemand: Ich liege im Krankenhaus, hatte eine Hüft-OP. Seit Jahren habe ich eine Leberzirrhose, hatte ganz schlechte Blutwerte. Ich bin am Ende, habe Depressionen und dann Corona und keinen Besucher. Ich bitte um eure Gebetsunterstützung. Ja, Jesus, auch diese Person kennst du, die da im Krankenhaus liegt und schon eine OP hinter sich hat. Danke, Jesus, dass du auch da eingreifst in ihr Leben. Danke, Jesus, dass du diese Leber wieder
völlig heilst und dass diese Zirrhose verschwindet, dass diese Leber wieder funktioniert. Ich danke dir, Jesus, dass du der Herr bist, auch über diesem Körper. Und dass auch diese Seele wieder heil wird, dass diese Depressionen verschwinden. Danke, Jesus, dass Licht hineinkommt in ihre Seele. Und ich danke dir, dass auch jeder Coronavirus besiegt ist und dass du eine Rundum-Erneuerung schenkst für diese Person. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau bittet für ihren Sohn um Gebet. Hallo, mein Sohn ist im zweiten Ausbildungsjahr und er hat starke Konzentrationsprobleme. Das macht ihn oft zur Lachnummer in der Gruppe, worunter er sehr leidet. Er ist verzweifelt. Bitte betet für ihn. Die ganze Situation ist fast nicht auszuhalten. Dazu kommen auch noch Ein- und Durchschlafprobleme. Herzlichen Dank für das Gebetsangebot. Das wollen wir gerne tun und Daniel wird dafür beten. Ja, danke, Herr, dass du jetzt auch bei diesem jungen Mann bist. Herr, ich danke dir dafür, dass du ihm tiefen Frieden schenkst. Danke, Herr, dass du das Wunder tust. Herr, dass er sich konzentrieren kann, dass er ganz leicht auch lernen kann. Herr, ich danke dir dafür, dass die ganze Blockade verschwindet. In deinem Namen Jesu bitten wir. Und danke, Herr. Danke, Herr, dass er wirklich, Herr, zum Klassenbesten wird. Herr, ich danke dir dafür. Du hast es schon so oft getan. Und danke, tu es auch bei diesem jungen Mann. Danke, Herr. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen wegen Corona. Ich bitte um Gebet für meinen Papa, der Corona hat, dass sich in Jesu Namen der Berg der Krankheit mit Fieber und Husten bewegt. Ja, da möchten wir beten und auch für die anderen. Wir haben diese Woche einige Gebetsanliegen in der gleichen Richtung reinbekommen. Da möchten wir für alle beten, die jetzt in dieser Situation sind. Danke, Herr, dass du jetzt jeden kennst, Herr, der gerade diese Krankheit hat oder noch Schäden, Herr, von dieser Krankheit, Herr, unter den Schäden leidet. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass wir Gesundheit hineinrufen dürfen. Danke, Herr, dass alles, was da zurückgeblieben ist, auch weichen muss in Jesu Namen. Wir rufen deine gesunde Normalität in die Körper hinein, Herr. Ich danke dir dafür, stärke diese Körper. Danke, Herr, für völlige Gesundheit und danke, Herr, dass du Wunder tust. Danke, Herr. Amen. Amen. Und auch viele Gebetserhörungen haben wir wieder erhalten. Unter anderem schreibt eine Frau aus Süddeutschland Folgendes. Seit Jahren bin ich früh berentet und seit 2017 erhalte ich Grundsicherung. Von dem Geld kann ich nicht leben, da ich Medikamente und Therapien brauche, die die Krankenkasse nicht übernimmt. Also musste ich weiterarbeiten. Im Frühjahr dieses Jahres hatte ich meine Leistungsgrenze erreicht und legte eine Pause ein. Ich bat um Hilfe und fasste den festen Entschluss, so nicht mehr weiterzumachen. Seit Herbst zahle ich regelmäßig den Zehnten. Prompt kam die Hilfe. Ich bekam eine stornierte Rentenversicherung ausgezahlt. Die reguläre Auszahlung wäre erst 2023 gewesen. Gott hat alles so gut gelenkt, dass ich die volle Summe jetzt schon ausgezahlt bekam. Das Schönste ist, ich mache mir keine Sorgen mehr für später. Ich bleibe versorgt. Gott ist groß und er findet Wege. Danke auch an euch, die ihr für mich gebetet habt. Was für eine wunderbare Wendung. Und folgende Gebetserhörung schreibt uns jemand. Recht herzlichen Dank für die Gebete. Ich bat darum, dass das Wasser aus meinem Körper kommt, im Herz und Nieren. Die Gebete wurden erhört. Ich danke Gott und Ihnen dafür. Und eine Familie schreibt, sie erlebte drei Gebetserhörungen. Dank der Hilfe Gottes habe ich mit 50 Jahren mein Diplom mit Note 1 geschafft. Dank Gottes Hilfe hat mein Mann mit 50 Jahren die Ausbildung zum Fachinformatiker mit Note 2 bewältigt und hat nun eine feste Arbeitsstelle. Und dank der Hilfe Gottes hat unser jüngster Sohn eine gute Lehrstelle gefunden und hat nicht mehr ununterbrochenen Schmerzen. Lob und Dank unserem Gott und euren Gebeten.
Das ist wunderbar, wenn Gottes Segen man so erfahren darf. Und ein Zeugnis aus der Schweiz. Nachdem ich euch mein Gebetsanliegen für einen wunderbaren Partner, den ich mir schon lange gewünscht, geschickt habe, ist er jetzt in mein Leben gekommen. Danke, Jesus, für das Geschenk. Und das ist doch wirklich ein Geschenk. Ja, hast auch du so ein Geschenk erlebt? Heilung, Befreiung oder irgendwie eine Lösung empfangen? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Und jetzt noch der Tipp des Tages heute. Überlege dir mal, wem du noch so ein Herzensgeschenk machen kannst. Es muss nicht teuer sein, vielleicht kostet es gar kein Geld. Es kommt nicht an, wie teuer das ist, aber dass es wirklich von Herzen kommt. Und ich glaube, Gott zeigt es dir und du wirst eine große, große Freude jemand machen. Lass es dir zeigen. Du kannst uns weiter dein Gebetsanliegen schicken. Wir beten gerne für dich, auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Ja, die nächste Sendung ist am Freitag, den 25. Dezember. Da haben wir was ganz Besonderes für euch überlegt. Wir werden da vom Mai die Oasentage für zu Hause wiederholen. Und da ist Teil 1. Freu dich drauf. Und es wird eine längere Sendung sein und genieße es, auch jetzt in dieser Zeit, wo man nicht raus darf, mal in Israel zu sein. Ja, wir verabschieden uns für heute, wünschen dir ein wunderbares, gesegnetes Weihnachtsfest und alles, alles Gute. Bis bald. Der Herr segne dich, ein gesegnetes Fest. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.